Sicherheitstür wurde umgangen. Ja, das ganze Gewusel ignorieren wir mal. Keiner läuft eilig irgendwo hin. Und die Leute werden sehr langsam ausgebildet. Vor allem nimmt an Ausbildungsmaßnahmen teil. Ach, die Techniker bilden sich selber weiter. Das finde ich ja auch ein nettes Feature. Also, dass die Wachen zum Beispiel jemanden brauchen, der ihnen was beibringt und die potenziellen Techniker das alles alleine können. Also quasi Autodidakt hier mit den ganzen Sachen rumhantieren. Was allerdings nicht sehr sicher aussieht. Aber gut, Techniker haben wir hoffentlich bald neue. Wir haben 101 von 107. Können wir nicht. Nee. Also theoretisch könnten wir noch 43 mehr Bedienstete haben. Wenn wir mehr Spinde hätten oder mehr Berühmtheit. Aber ich denke mal, das kommt von alleine. Berühmt wird jedenfalls. Achtung. Allein schon durch die ganzen Ming-Aktionen. Oh, verstecken. Wow. Okay, wir sollten vielleicht mal dich da auch verstecken. Wir haben maximale Wut. Das ist nicht gut. Okay, wir haben aber auch 20, 30 Leute hier im Land. Ja. Na gut, verstecken wir uns da eine Weile. Wir werden jetzt bestimmt ganz viele feindliche Agenten von Orange bekommen. Und mal gucken, ob da irgendwas Besonderes bei ist. Ich habe mir ja schon sagen lassen müssen, dass es irgendwelche Superagenten gibt. Oh, und da ist ein Zerstörer. Bitte nichts anschießen. Ich hoffe mal, die schießen auch erst, wenn sie was Verdächtiges sehen. Da siehst du nichts Verdächtiges oder produzieren Fallen Wut. Nee, tun sie nicht. Man darf sich also selber schützen. Schön, schön. Ah, die Tanzfläche wird benutzt, sehr gut. Auch wenn viele Leute einfach nur rumstehen, aber das ist halt ganz wie im richtigen Leben. Und die sind viel zu... Wow, die sind viel zu nah bei uns. An der Kommandozentrale und den ganzen wichtigen Sachen. Und drehen wieder um. Sehr gut. Die meisten davon sind auch... Nee, die meisten sind davon nicht wirklich weit unten. Bei der Verwirrtheit. Na gut, wir lassen euch da weiter wuseln. Unsere Kammerdiener machen das schon. Da muss ich denen vertrauen. Ich kann nicht immer bei allem hinterher gucken. Da geht so viel Zeit bei drauf. Wir können allerdings gucken, ob... Hatten wir uns nicht versteckt? Ah ne, hier drüben hatten wir uns versteckt. Du bringst jetzt den... Ja, die sollten wir vielleicht mal abziehen. Ihr dürft also nach Hause. Und du darfst auch nach Hause. Damit wir ein bisschen weniger Wut hier haben. So, der Agent hier ist weg. Das heißt, die können anfangen mit ihren ganzen infamen Aktionen. Fangen wir an mit diesem Superstoff. Der hat nur Risiko 1 und dauert 36 Sekunden. Da können wir ja quasi bei zugucken. Danach dann die Ming-Base, die geht genauso schnell. Eine Bande internationaler Grabräuber hat letztens weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als sie eine königliche Gruft der Ming-Dynastie entehrte. Ein überaus makaberer Akt des Bösen. Es ist eine Schande, dass wir nicht zuerst dran gedacht haben. Wie dem auch sei, dank eines hilfreichen Tipps von einem unserer dortigen Kontaktmänner, können wir das für uns wieder gerade biegen. Die Diebe stecken in einer alten Fabrik, in einem wenig besuchten Dorf fest. Zusammen mit dem gesamten von ihm erbeuteten Schatz. Da sie genau wissen, für welchen Wirbel sie gesorgt haben, sind die Diebe willens, einen Teil ihrer Beute abzugeben, wenn sie im Gegenzug von der ansässigen Gangstern und Alibi-Agenten geschützt werden. Hey, also wir sollen da jetzt hingehen und die bewachen und dafür kriegen wir eine Minibase? Ja, auch komisch. Na gut, den Stoff haben wir jetzt schon geklaut, die Ming-Vase kommt hinterher. Und währenddessen gucke ich mal, wo die Ming-Vase jetzt abgeliefert wurde. Oder, die ist instant da. Sehr gut. Aber die ist noch grün hinterlegt, also wird sie noch hierher transportiert. Da kommt sie jetzt wahrscheinlich gerade. Nö. Kann ich schon drauf doppelklicken? Jo, Chameleon-Stoff. Und da wird schon ausgepackt. So, was machst denn du?
Ihre schändlichen Machenschaften können Sie in den Besitz wertvoller Artefakte aus der ganzen Welt bringen. Ein gut platziertes Beutestück in Ihrer Basis wird Ihre Bediensteten beeindrucken. Alle Beuteobjekte haben einen Einflussbereich. In diesem Umkreis werden verschiedene Werte Ihrer Bediensteten aufgefrischt. Passen Sie gut auf diese Artefakte auf. Sollte es den Streitkräften der Gerechtigkeit gelingen, eines von Ihnen zurückzustehlen, so wäre das eine Schande, die sich negativ auf Ihren Bekanntheitsgrad auswirkt. Okay. Jetzt kann ich auch auf I drücken. Sehr gut. Oh, die nächste Mission hat auch Erfolg gehabt. Ich würde jetzt aber ganz gerne gucken, was genau das Ding macht. Es erhöht Lila. Lila ist nicht eine Tischtennisplatte. Lila ist Aufmerksamkeit. Na gut. Wo stellen wir das Ding mal hin? Es sollte nicht so weit hier am Anfang sein, weil hier kommen die Leute ja schon fast hin. Also bewegen wir dich mal zu den Schlafsälen? Nö. Einfach hier mitten in den Gang? Nee, das ist auch zu nah dran. Komm, stellen wir das hier mit hin. Sagen wir mal hier. Dann wird hier dran vorbeikommen. Und es ist immer noch tief genug drin, um nicht von Dieben sofort mitgenommen zu werden. Ja, okay. Fürs Erste kann das dahin. Ja, das ist okay. Ming-Vase. Wo wurdest du jetzt abgestellt? Eigentlich müsste die auch irgendwo grün hinterlegt sein. Genau da. Und du machst irgendwas. Du bist nur Beute. Nee. Dich stellen wir hier mal hin. Hier kommen ja auch jede Menge Leute an. Obwohl mir eigentlich eine Kaserne lieber wäre, aber wir haben die Kasernen so konzipiert, dass hier kein Platz mehr ist. Also in der Ecke könnten wir es noch tun, aber nee, will ich nicht unbedingt. Oh, stimmt, wir können es in die Messhalle tun. Dahin. Das heißt, wir können uns jetzt von hier, gewonnen, ja, haben wir viel verloren? Nö, obwohl, doch ein bisschen was. Wie viel brauchen wir für die Mission? 9 Arbeiter. Ja, da ist der Haken. Ihr müsst erstmal alle weg. So. Pause an. Ihr müsst da alle hin. Und noch ein paar extra. Und dann die 4, die 4. Und dann machen wir lieber so 2 und 2. Damit die Wut hier langsam ein wenig runtergeht. Ich will ja nichts unnötig riskieren. So, Zeit weiterlaufen lassen. Ming-Vase wird dahin gebracht. Du brauchst ein Verwirrentag. Sonst ist alles okay. Ein Typ tanzt alleine mitten in der Nacht. Auch nicht schlecht. Hat auch nicht jeder bei sich in der Kantine stehen, so eine Ming-Vase. Na, bist du müde? Fühlt sich nicht so gut. Dann bleib doch bei der Ming-Vase stehen. Was hat er denn? Er hat wenig Ausdauer. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich in die Kaserne laufen. Gucken wir einfach mal. Können wir Kamera drehen von hier aus irgendwie? Ich würde ihm gerne über die Schulter gucken können. Aber irgendwie ist es immer nur so von vorne. Na komm, Kaserne müsste eigentlich hier bald sein. Läuft ganz schön zickzack. Ah ne, hier ist es, richtig. Ja, also hier sollten wir später auch noch was hinstellen. Wir nehmen einfach eine von den Spinden hier weg und dafür eine von den Spezialgegenständen hin. Ja, klingt nach dem Plan. Pulte sind soweit alle besetzt. Wir müssten langsam auch... Oh, wir haben ein höheres Limit bekommen. Sehr schön. Wir hätten gerne ein paar mehr Techniker. Und einfach mehr davon. So. Ja. Ist okay. So. Was als nächstes? Wir müssten eigentlich jetzt nur darauf warten, dass die Leute alle da eintreffen. Aber das dauert halt eine ganze Ecke. Oh. Oder auch nicht. Wie kommt ihr so schnell dahin?
Ja, okay. Hinterfrage ich einfach mal nicht. Wir klauen jetzt noch eine Ming-Vase. Risiko 3. Das ist schon ein Zacken härter. Aber gibt auch gleich 10 Bekanntheitsgrad. Das starten wir einfach mal und gucken, wie viel wir verlieren. Wie viel brauchen wir denn für dich? Für dich brauchen wir nur 5 Wachen. Oh, wir haben nur 2 hier. Nee, okay. Wir schicken schon mal... Wow. Da haben wir gleich richtig viel verloren. Wir schicken gleich mal 8 Wachen hierher, damit wir sofort, nachdem wir die Ming-Vase haben, ihn hier auch noch überzeugen können. Wow. Wir verlieren da ja echt viele Leute. Ja. Dich ziehen wir da mal ab. Wut bei Gelb ist eigentlich okay. Das können wir so lassen. Blau regeneriert sich und ist schon fast wieder ganz unten. Grün auch. Das heißt, wenn wir später wieder Einheiten über haben, könnten wir mal grün abgrasen. Und noch ein Ming. Sehr schön. Das heißt, kurz Pause. Wir müssen jetzt nur warten, bis die Wachen da sind. Und können ihn hier abgrasen. Die orientalische Unterwelt wird von einer sehr geheimnisvollen Person kontrolliert. Ja, uns. Die man als Lai Jinglo kennt. Nach langer Suche konnte sein Versteck nun entdeckt werden. Statten Sie Lai Jinglo einen Besuch ab und überreden Sie ihn, aus seinem Versteck zu kommen und an dem Treffen der Unterweltbosse teilzunehmen. Ja, das machen wir gleich mal. Vorher gucken wir aber allerdings ganz kurz, wo unsere zweite Ming-Vase gelandet ist. Ah, hier. Nö, da soll sie nicht hin. Sie soll... hier hin. Und zwar am besten irgendwo, wo jeder ran kann. Die Spinde werden eh nicht begangen, sehe ich das richtig? Die müssen einfach nur da sein. Wir könnten einfach hier das so hinstellen. Nee, komm. Die Ming kommt erstmal da hin. Dann reißen wir den da ab. Und sobald der hier abgerissen ist, kommt das von da nach da. Ja, das klingt nach dem Plan. Haben alle ihr... Ich höre Schüsse. Was bist du? Du bist ein außergewöhnlicher Soldat? Nicht ernsthaft, oder? Ein außergewöhnlicher Alibi-Soldat. Und hier liegen überall tote Leute rum. Kane? Komm mal raus da. Und bring mal den da... Wow. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wie viele Soldaten haben wir noch in der Basis? Gucken wir mal kurz hier. 22. Ja, das müsste reichen. Okay. Alarmstufe rot, Jungs. Alle bitte bewaffnen. Und danach werden die hier draußen umgebracht. Der Haken ist nur, dass jetzt unsere ganzen Kammerdiener und Bergarbeiter und Techniker und was weiß ich auch helfen wollen. Das wird niemals nicht was. Die werden jetzt alle sterben. Komm, genau. Kane, mach du mal was. Du hast noch Psychoterror. Ich glaube, dadurch laufen die alle weg. Jo, mach mal. Psycho. Oh. Kane ist abgeknallt worden. So viel dazu. Das ist echt übel. Also Alibi. Alibi waren wirklich die, die wir uns genervt haben. Hm? Ja. Das passiert also, wenn man zu viel Wut generiert. Ja. Pause. Haben die Wachen jetzt endlich alle Gewehre? Wir brauchen mehr Gewehrschränke. Bewaffnen. Ja, das dauert alles viel zu lange, bis sie sich bewaffnen. Also, schon mal für später. Ein Gewehrschrank hätten wir noch gerne bitte da. Ein Handfeuerschrank. Nochmal da. Und noch ein Gewehrschrank da. So. Was macht der Eingang? Der Eingang sieht nicht gut aus. Du hast immer noch 3 Leben. Ist gut. Du musst jetzt nur von irgendjemandem aufgehoben und in die Kaserne gebracht werden. Und da liegt der Haken. Was seid ihr? Ihr seid Spitzel. Ja, der Haken ist nur, dass die ganzen Spitzel und Ermittler und dergleichen jetzt überall Leichensäcke sehen und dann auch wütend werden. Ja, die grunzen alle schon rum.
Wachen. Ah, die laufen auch teilweise alle einzeln los. Das ist gar nicht gut. Die müssten sich eigentlich alle mal sammeln und dann gemeinsam losschlagen. Ah, jetzt geht's los. So, er fängt auch an zu randalieren, stirbt also auch. Ich denke, wir werden eh jeden jetzt umbringen müssen. Weil sie sonst irgendwas sehen, was sie nicht sehen sollten. Also ihr auch alle. Schön, dass du mitten im Gefecht hier am Reparieren bist. So, ja, wir feuern endlich zurück. Sehr gut. Bringt ihn da um, bringt ihn da um. Die Soldaten. Hier sind noch welche. Die sind echt zäh anscheinend. Die sehen irgendwie so ein bisschen aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Dreh, 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 dreh. Kann ich da irgendwie schwenken? Ja, nicht so wirklich. Na gut. Aber ihr werdet schon wissen, welche ich meinte. So. Ja, doch, langsam fangen wir uns. Aber wir haben tierisch, tierisch viele Einheiten verloren. So, ihr sterbt jetzt auch alle. Und dann müssten alle erledigt worden sein. Ach, hier sind noch welche. Und die sind alle am Fotos machen. Du stirbst. Du stirbst. Jetzt sind wir aber fertig, oder? Ich will gar nicht wissen, wie voll unsere Gefrierkammer gleich wird. Momentan haben wir gar keine Leute, um die da hinzuschleppen. So, noch irgendwelche roten Punkte auf der Karte. Ja, hier. So, du stirbst jetzt auch noch. Und dann können wir den Alarm endlich aufheben. Jo, alle roten Punkte weg. Sehr gut. Zurück an die Arbeit. Weltkarte sagt, wir werden verprügelt. Auch auf der Weltkarte. Einer weg. Einer weg. Sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt ganz schnell hier die Mission. Und danach lassen wir Orange auf 0 Wut runter regenerieren. Sonst haben wir echt ein Problem. Na gut. Erstmal gucken wir kurz, wie viele Leute wir noch haben. Wir haben 57 Leute nur noch. Weil wir haben mal eben locker die Hälfte unserer Bediensteten verloren. Autsch, autsch, autsch. Speichern. Nach Folge 34. Oder auch nach dem Chaos. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.